Willkommen zurück zu The Vintage Origin of Sin, dem Spiel mit jede Menge Eis, wo der Gnome auch gerne drauf ausrutscht. Spiel. So, und wir wollen jetzt immer noch Boreas umhauen. Genau. Haben uns dafür aber was überlegt. Wir laufen nämlich zum Elektroschrein. Wollen wir zum Elektroschrein? Ja. Ja, also dieser hier. Wie locken wir den Burschen jetzt am besten ran? Na, Baldotter ist ja unser Fernkämpfer, ne? Ja, das ist. Warte mal, bevor wir hier irgendwas machen, heile ich mich erstmal, fällt mir gerade so auf. Da sollte ja vielleicht nicht mit Hälfte Lebenspunkte in. Arcade. Warte, ich kann doch einfach die Spinne beschwören. Welche so günstig stehen? Sieht auf jeden Fall gut aus. Warte mal, dann lass uns das mal synchronisieren. Wir könnten versuchen, dann hier hinzulaufen, weißt du, je nachdem, wo lang er rumkommt. Dann steht mal in einer Ecke, hat er nicht AOI gehabt? Na, aber Sichtkante und so. Na. Ich glaube, also 3, 2, 1 und Cast. Ich liebe diese Synchron-Action. Aber wir haben den Kampf initialisiert, oder? Nee. Nee. Nein, Spinne! Ach, die kann man so gar nicht steuern, oder was? Nee. Das war tatsächlich ziemlich dumm. Ja, pass auf, dann machen wir das hier auf die ganz klassische Art und Weise. Ich glaube, ich hasse einfach Schnee. Genau, ich sag ihm mal, ich hasse Schnee. Es tut mir leid, dann werde ich ewig Ketten Eis verringen. Was habt ihr mit diesem Feenreich angestellt? Bla 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 bla. Ah. Stell dich mal schon mal ein bisschen nach rechts. Na gut. Ja. Warum stehen wir jetzt hier schon wieder hier? Jetzt stehen wir natürlich richtig schlecht. Ach na gut, die paar Meter können wir laufen. Jetzt hat er aber eher wieder Initiative oder so, oder nicht? Oder kann ich den Teleportstein benutzen im Kampf? Das kostet Sex. Kann ich. Cool. Die paar Meter kannst du laufen oder nicht? Ist das nicht günstiger? Da muss ich aber irgendwie vorbeilaufen. Der hat Initiative. Ah, ich verstehe. Ich guck mal kurz, wie weit ich laufen kann. Das ist, ja, gut, laufen ist tatsächlich besser. Das kostet mich nur 4. Außer wenn ich gerade schon mehr Verbrennung davon getragen habe. Herzlichen Glückwunsch aber auch. So, ich habe jetzt einen Feuerbogen. Wann hat ein Boreas eigentlich so viel Schaden genommen? Das war die Spinne und ich. Ja, ja, aber das hat ja sonst schon immer so viel Damage genommen. Das ist. Ivo, ist es ne? Ja, ihre auch nie. Alter, wie die auch gar nicht die Initiative ergreift. Ja, das finde ich ganz gut so, weil ich konnte mich diesen Zug gar nichts machen. Nice, Spam. So, Eis, okay. Wo sind seine Freunde? Die kommen da. Ja, die müssen auf jeden Fall als erstes sterben. Da ist Initiative. Nur die Spinne ist eingefroren, na bitte. Okay, dann kann man den. Sehr gut. So, ist irgendeins von den Ätzen meiner Nähe? Nicht wirklich. Das hier ist da, warte. Entschuldigung. Entschuldigung. Es macht mich so rasend, dieses Feature. Warum rutscht man denn hier aus? Solltest vielleicht doch mal über Schneeschuhe nachdenken. Nein, niemals. Ich muss mal kurz mal ein bisschen was rumtinkern, ob das so klappt. Never. Ich muss noch mehr rumtinkern, bis es klappt. Dieses Scheißspiel. Trollo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 l
Alter, ey. Besorg dir Schneeschuhe oder ich hau jetzt da einen Feuerball rauf, deine Truppe. Das geht so nicht weiter. Und selbst wenn er sich davon dreimal heilt, das ist mir egal. Wer ist denn jetzt wieder eingefroren? Ach, die Spinne. Ja, immer noch, ja. In der Mangel mit besserer Ziel. So, ich hau jetzt einen Feuerball auf deine. Oder ich hau keinen Feuerball auf deine Truppe rauf, aber. Die halt, warte. Nee, mach nicht, wir sind niedergeschlagen und nicht, eingefroren. Ja, aber ich möchte das, das. Ja, wie kriegen wir denn diesen dummen Bodeneffekt da raus? Das, ach. Ich hab keine Ahnung. So, das ist doch ein Wasserelementer. Der müsste ja theoretisch eigentlich von Elektrostrom auch recht empfindlich sein, oder? Mach ich glaube, so den kriegen wir da gar nicht raus. Ich hab gerade auch echt wenig Aktionspunkte. So, hast du ihn gerade einfach so geheilt? Nein, ich habe meinen Stab Schaden gemacht. Du hast ihn geheilt? Nein. Schon wieder. Das war. Das bin nicht ich. Das ist der. Übrigens, Madora sieht gar nicht mehr so fit aus. Wow, was ist mit ihr los? Ja doch, ist Madora. Ja, warte mal, wenn ich jetzt hier mit meinem Bogen auf bei Korea. Guck mal, jetzt nimmt er Schaden. Er heizt zwar auch um 7, aber nimmt er Schaden. Okay. So, warte, ich versuche dich mal ein bisschen zu heilen hier. Das ist. Ist jetzt zwar nicht vielen Dank. Gelbe vom Ei, aber. Solltest du vielleicht irgendwie so darüber nachdenken, so einen Rüstungstrank zu trinken? Was passiert hier gerade? Was ist denn gerade passiert? Also, warum hat sie gerade Schaden bekommen? Ja, die liegt die ganze Zeit auf dem Boden, die hat doch nicht so viele Lebenspunkte. Aber sie ist doch gerade. Verstehe ich nicht. Du kannst jetzt auf jeden Fall mal Regen zaubern, deine Truppen müsste jetzt ja mal langsam wieder aufstehen, oder nicht? Ja. So, auf jeden Fall alle schon mal nass. Also, bis er sein Zeug beschworen hat, sah das auch ganz gut aus bei uns hier. Nervig, wirklich nervig. Ach. Erste Phase ist tatsächlich primär nervig. Nur so, wenn du keine Schneeschuhe hast. Lass mich in Ruhe. So, oh, ich kann den Skill tatsächlich ziemlich oft benutzen. Oh, das trifft Freunde nicht? Das ist ja cool, warte mal. Also angeblich trifft es Freunde nicht. Ich muss mal kurz gucken, ob es das... Ah, doch, das trifft Freunde? Ja, es könnte sein, dass du gleich ein bisschen Schaden nimmst. Warte mal, ich kann das, glaube ich, so machen. Ja, so ist cool. Ich versuch's mal. Okay. Ist tatsächlich ein bisschen episch. Es ist, naja, das Ding ist, wenn die direkt vor mir stehen, dann kriegen die halt die komplette Ladung ab und explodieren einfach nur. Das ist schon ein bisschen cool, ja. Wie viele Runden Abklick hat das ganze Ding? Scheinbar 2. Wow, okay. Ich hab das doch vorletzte Runde erst benutzt und jetzt geht's wieder. Das kostet halt bloß zigtausend Aktionspunkte, wenn dieser komische Erdelementar nicht so viel bewegen würde. Schön. So. Ich möchte mich daran erinnern, dass das Fragment eines Eiselementars immer noch lebt. Ja. Das kannst du ruhig mal kaputt hauen. Schon verstanden. So, stopp. Wie Aktionspunkte hat der Madora? Na, die lag ja die ganze Zeit auf dem Boden. Ja, aber dann wird man ja nicht unbedingt fitter. Lass Madora ein. Ich nicht mehr. So. Nice. Down. Gut. So. Also tatsächlich hat das überhaupt... Was? Oh, ich könnte das noch viel öfter machen, wenn ich nicht Elite-Scharfe zu niedrig hätte. Ich muss das also mal wieder leveln beim nächsten Level ab. Na gut. Okay. Also das ist tatsächlich kein Skill, den ich, wo es echt an irgendwas... Oh, na gut, dann schieße ich jetzt auf Dingsbums so völlige Schnüffel hier. Er nimmt zwar davon nicht so unfassbar viel Schaden, aber was soll's. So wenig war es gar nicht. Ja, das Problem ist, ich kann... Ach doch, ich kann das tun, fällt mir gerade so ein. Aber... Hat irgendjemand von uns Debuffs drauf? Nee, nicht wirklich, aber warte mal, ich kann... Weil ich kann ja euch gerade nicht anzaubern, sondern nur, also ich kann halt nur buffen, weil ich habe halt nichts, was wodurch er nicht irgendwie Plus kriegt. Ah, okay, okay. Ja, aber ist doch auch gut. Ist doch super, sogar. Weil ich habe ja neulich erst Hexerei gelevelt. Hab ich? Okay, ich hätte vielleicht mal Doras Speed buffen sollen, naja.
Ich werde jetzt richtig salty, wenn du jetzt, irgendwie so einen Debuff kriegst und dieses. Ey. Ich bin eingefroren, wirklich. Was ist ein salty? Salzig. Das ist ganz toll. Ja, das ist so tilted. Wie erkläre ich das am besten? Ich weiß, aber. Guck's im Urban Dictionary an. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Ja, weil ich dich gerade mit einem Buff bezaubert habe, wenn du jetzt auf einmal nichts mehr machen könntest, weil du halt irgendwie debufft wirst von Kollege Schnürschuh hier, dann finde ich das nicht gut. Dann wirst du salzig? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Doch, doch. Ergibt's. Kackte Spinne. Wie ist das eigentlich möglich? Dieser hier weiß es nicht. Verdammt, Madora hat 14 Stärke. Der hätte ich das Schwert geben können. Was wir vor langer Zeit gecraftet haben und dann doch nicht. Ja, richtig, das habe ich noch gar nicht gesagt. Also wir mussten zwischendurch mal laden, weil bei Baum. Der Gnom wollte Skills resetten und hat dann gemerkt, dass er all seine anderen Skills dabei verliert, wenn er das macht. Resettet nicht eure Spielkinder in diesem Spiel, euren Charakter, eure Skills. Das ist das Dümmste, was ihr machen könnt. Jetzt, hinter dir steht, glaube ich, was und vor, ja, hinter dir steht einer und vor dir steht einer. Ich mach mal ganz kurz Madora. Also den Erdelementar, der hinter mir steht, den kann ich, glaube ich, einfach kaputt hauen mit Schwung vernichten. Ah. So, warte mal. Ich versuch mal das hier. Eventuell treffe ich dich gleich ein bisschen damit. Ist egal. Ja, mal gucken. Ja, das ist nicht wenig. Beide oder wird hier noch zum Damage-Monster? Auch mal wieder. Was? Beschwörung vernichtet? Wie viel kostet denn das? 8! Oh. Will ich jetzt wirklich diesen behinderten Erdelementar da mich ranlassen? Eigentlich nicht. Oh, kann ich den wegteleportieren? Warum habe ich eigentlich so wenig Aktionspunkte neuerdings? Du bist verlangsamt, oder nicht? Nee, doch nicht. Nee, ich war aber eingeeist letzte Runde und hab dessen, glaube ich, gerade so wenig, weil ich nicht rankam. Ja, dann machen wir halt. Dann hau ich mal. Wir sollten versuchen, ihm vielleicht nicht zu viel Schaden zu machen, weil wir sind noch 5 Züge lang nass. Ja. Und wenn so. Dieses Elektrizitätskram kommt, während wir nass sind, haben wir ein Problem. Ja. Wir müssen erstmal. Ah, willst du jetzt 5 Züge lang abwarten? Nee, warte mal. Kannst du nicht irgendwie den Regen? Ne, kannst du wahrscheinlich nicht. Also. Kann ich nicht. Der Regen müsste ja auch irgendwann mal aufhören. Der hält ja auch nicht ewig, oder? Eigentlich schon, ja. Na endlich, ich werd gehauen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich noch keinerlei Schaden genommen habe. Oh, die versteinern. Ne, ja. Ah, du bist... Oh, ne. Alter. Kannst du direkt nochmal deinen Heal rausholen? Also, solange Madora das alles wegtankt und du die hochheilen kannst, ist eigentlich alles gut. Du kannst ja die besseren Heil sauber. Möchte deine Spinne eigentlich mal wieder aufstehen? In 2 Zügen. Ja, bis dahin fällt es aber eh auseinander, oder nicht? Ich glaube, in 5 Zügen fällt es auseinander. Achso, na gut. Warte mal, hau ich jetzt auf ihn drauf oder nicht? Was meinst du? Ich weiß nicht, ob das Damage gesteuert oder Zeit gesteuert ist. Ich glaube, es ist Damage-mäßig, weil er hat ja nichts Neues beschworen, bis wir ihn wieder Schaden gemacht haben. Das ist gut. Aber wir müssen uns trotzdem schon mal langsam mal Richtung Elektrostein bewegen, schreien. Also am besten, wenn wir seine Ads umgehauen haben, gehen wir am besten erstmal zu den grollenden Wächter und klicken den erstmal alle an. Für 20 Millionen Aktionspunkte. Und tun uns die fette Blitzresistenz. Ach, stimmt. Das können wir auch noch machen, da habe ich gar nicht dran gedacht. Deswegen stehen wir doch hier! Höre er nicht zu? Ja, weil quasi hier das ganze Zeug nicht so verteilt wird um die Dinger. Lass mir gerade so auf. Ach doch, wir können das Ding benutzen. Das kostet 2 Aktionspunkte. Ich mach das mal. Klappt das? Ja. Nee, warum haben wir ja nicht Willenskraftverlust? Das habe ich gerade gezaubert. Warum zauberst du sowas? Weil ich das, Mensch, darum, wollte das mal ausprobieren. Aha. Ich bin ja begeistert. So, hier, Beschwörung vernichten. Zack und tschüss. Was war? Alter. 4000 Damage, stirb. So. Ja, next. Könntest du mal einen Heiltrank trinken? Ich habe, glaube ich, mit Mandora gar keinen. Nee, ich habe keine. Was denn? Ach, haben wir wieder Boreas? Das ist jetzt wieder, dein Ernst?
Hodora ist... Ja, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du läufst jetzt zum Schrein. Aha. Und am besten vermeidest das Eis. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das Ding überhaupt im Kampf benutzen können. Aktuell sieht es nicht so aus. Warte mal. Weil da steht, benutzen zwei Aktionspunkte, aber... Mach mal. Ja, es passiert halt nichts. Also... Es geht halt nicht. Okay. Also doch, es passiert was, weil ich verbrauche nämlich die Aktionspunkte, aber ich krieg keinen Buff. Merkwürdig. Also vielleicht erst dann, wenn... Guck mal, also die anderen leuchten gerade auch gar nicht mehr, oder? Ach stimmt, das Ding ist gar nicht aktiv. Ja gut, das könnte eventuell sein. Ah, die leuchten alle nicht mehr, oder? Der Gift leuchtet, habe ich da irgendwie das Gefühl. Ah, leuchten ist... Ich habe auf jeden Fall meine Aktionspunkte gerade verbraucht, das Ding zu benutzen. Ich habe keinen mehr. Gut. Also doch, einen hatte Dings noch, aber... Vergiftung fehlgeschlagen. Komm, ich heile mich jetzt selber. Ich habe gerade sowieso nichts Besseres zu tun. Ich könnte mich auch selber beschleunigen, mal bei Gelegenheit. Naja, gut, ich bin jetzt zu hopp. Oh, doch, zeigt so. Gestört. So, und jetzt? Der Atar sieht immer noch nicht besonders benutzbar aus. Ach, guck mal, das Elektrofeld. Gut aus, eigentlich, weil das Elektrofeld ist nicht da. Ja, nicht hier zumindest. Einzige Problem ist natürlich nach wie vor das Nasse, ne? Ja. Also sollten wir vielleicht die Ads tot kriegen, bevor die irgendwas machen. Das wäre das Beste. Er hat keinen Großen gerufen, oder? Nur zwei kleine. Ja, doch, hinter dir steht was. Das ist bloß kein Großer, der ist bloß ein bisschen windschnittiger. Mach ich die zuerst rum. Jetzt habe ich keine Aktionspunkte mit nichts, weil ich die gerade alle verbraucht habe für dummes Rumpf. Ah, das kotzt mich jetzt an. Das heißt, der rotiert wahrscheinlich alle drei Runden oder sowas und dann ist Eis nachher wieder dran. Meinst du? Ja, wenn es. Also, war ja gerade nicht zeitgesteuert. Ist das hier überlebt? Ich raste aus. Das ist ein Luftelementar. Wohin ist ein Luft besonders empfindlich? Feuer? Ich glaube, ich kann auf jeden Fall nicht beide rausnehmen. Also ich kann auch nicht beide treffen mit... Oh, doch, warte mal, ich könnte eventuell... Reichweite haben das so? Ach, weißt du was? Wir machen das anders. Was ist das? Ja, mir ist gerade sehr spät eingefallen, dass ich noch andere Wesen beschwören kann. Ja, verfehl mal schön. Ja, nice. Sehr gut. Gut, gleich 0. Jawohl! Tankt das, mein Skelett. Also nicht, wie stark der ist. Ich beschwöre den so gut wie nie. Ich glaube, das letzte Mal gesehen haben wir den... Puh, ist schon eine Weile her. Ja, das ist ein bisschen... Du könntest übrigens mal Madora heilen, glaube ich. Wenn ich noch drankomme. Ach ja, richtig. Oh. So, jetzt wünsche ich mir Glück, dass ich diesen komischen Elementar da treffe. Na, ist sehr gut. Na, ist sehr gut. So, kann ich jetzt irgendwie die Aggro von Boreas ziehen? Ich lauf mal Boreas direkt vor der Flinte. Mal sehen, ob er was macht. Nutze Spott! Nutze Spott! Das war beide, oder? Ne? Das war... ja. Dein letzte Spiel ist einfach sangklang gestorben. Ja, gerade. Du hättest vielleicht über Madora heilen sollen. Kann ich immer noch. Achso. Alles Kinkerlitzchen. Ah, die Spinne könnte entweder den Luftelementar umhauen, was ich hier empfohlen hätte. Was macht die Spinne jetzt? Ach, die ist gelähmt. Ja. Das Elektrofeld geht doch relativ weit. Ich könnte die Spinne von der Lähmung befreien. Oh, aber das nutzt ja nicht so richtig, oder? Nee. Nee, steht da drin. Also. Na gut. Dann. Was kann ich denn jetzt cooles Zauber? Das regt mich auf, dass deine Spinne so ein komisches Vorwärtslaufen-Geräusch macht. Ich glaube, es ist das Skelett. Was meinst du? Das bewegt sich die ganze Zeit. Ach, das stimmt, das ist ja auch Sind nicht immer die anderen schuld, Junge? Doch, immer. Achso, jetzt. Was? Warum habe ich mein Such jetzt abgegeben? Nein! Weil Madora verdammt viel Damage macht, weil Madora sauer ist. Ach, Beidotter ist eingefroren. Das sagt mir doch jetzt einer, meine beste Damage-Quelle ist eingefroren. Oh, fuck. Hättest du das gewusst? Hast du mitbekommen? Nein, habe ich nicht. Sonst hätte ich doch meinen Debuff gezaubert mit dir. Du Bauer. Ja, es ist... Hä?
Warum? Yep. Wir sind gelähmt. Warum sind wir alle gelähmt? Da hinten auch bei uns Zeuges. Naja, diesmal leben wir deutlich weniger Ads als beim letzten Mal. Yep. Ach, guck mal, jetzt mal wieder Eis. Also, sollten wir vielleicht doch einfach mal anfangen, einfach alles auf ihn zu hauen. Jetzt auf jeden Fall. Wie lange wird er nicht mehr machen? Komm schon. Es finde es auch schön, wie man bei Dora da vorne die Ein-Mann-Armee macht. Oder eine Frau besser gesagt. Ja. Oh, jetzt ist mein Skelett tot. Das ist schlecht. Das hat so viel Damage weggetankt. Die ganze Zeit. Was habe ich mit meiner Spinne? Steht die irgendwann mal auf? Ach, die macht damit. Jetzt ja. Ja, nächste Runde ist wieder das komplette Team nochmal dran. Wird auch Zeit, verdammte Axt. Ja. Wow, okay. Verlangsamt. So langsam geht er mir heftig auf die Nerven. Ja, das war jetzt ja nicht so überraschend. Okay. Das ist immer wieder eine gute Attacke, finde ich. Ja, aber gut. Sah auch hübsch aus. Was? Oh! Das geht? What? What? Ah, nee, doch, dann halt er sich, glaube ich. Nee, er hat gerade war Treffen für 71 Giftschaden. Er hat den Giftschaden voll geschluckt. Tatsächlich. Er nimmt das. Ja, was mache ich denn jetzt mit Hessig Boreas? Weil ich habe ja natürlich wieder nichts. Kann ich ihn vielleicht Leben entsorgen? Nee, kann ich natürlich nicht. Ich beschwöre neu. Oder was? Waffen oder sowas kannst du machen. Warte, wer ist denn als nächstes dran? Madora. Aber ist Madora gerade irgendwie disabled? Nee, ist verlangsamt. Okay, warte mal. Könntest du, glaube ich, so wieder ausbügeln, ne? Ja, aber ich habe es gerade in der falschen Reihenfolge gemacht. Oder? Warte mal. Nee, passt. Nee, aber was? Pass auf, ich mach jetzt das hier. So, hat sie jetzt immer noch den anderen Buff drauf? Ich glaube schon, ne? Mhm. Weil nämlich, ich glaube, Beschleunigen ist eine der wenigen Sachen, die das Ding nicht aufhebt. Alter. Boreas schluckt aber auch wie ein Mann hier. Unsere Folge ist vorbei. Auch verflucht. Ja, so spannend ist das hier. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn wir König Boreas endlich aus den Latschen hauen. Sieht doch ganz gut aus. Macht's gut, bis dahin. Zeit. Tschüss. Bis dahin. Also, wir warten mal bis Boreas fertig ist mit seinem Zug. Ja. Ich entschuldige mich, wollte ich die Abmoderation. Komm mal sehen. So, jetzt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja.